Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tutorial über den Kraftstoß. Stehen geblieben sind wir bei der Definition des Impulserhaltungssatzes. Wir kennen zwar die Definition des Impulserhaltungssatzes, aber was heißt das konkret an einem Beispiel? Sagen wir, eine Kugel bewegt sich auf einer Ebene mit einem Meter pro Sekunde fort. In einem geschlossenen System, das heißt ohne Reibung, Gewichtskraft oder Luftwiderstand, würde die Kugel unendlich lange weiterrollen, da ihr Gesamtimpuls gleich bleibt. In einem offenen System hingegen verringert sich die Rollgeschwindigkeit, zum Beispiel durch Reibung, und die Kugel bleibt stehen. Kurz und knapp, der Impulserhaltungssatz besagt, dass der Gesamtimpuls in einem abgeschlossenen System konstant ist. Wenn also keine Kräfte von außen wirken, muss es gemäß dem dritten Newtonschen Axiom, Aktion gleich Reaktion, für jede Kraft eine gleich große, entgegengesetzt wirkende Gegenkraft geben. Die Vektorsumme dieser Kräfte ist daher 0. Der Impuls, der kann auch übertragen werden. Dazu zeige ich euch folgende Animation. Außerdem besagt der Impulserhaltungssatz, dass der Gesamtimpuls aller Stoßpartner vor und nach dem Stoß gleich sein muss. Dabei wird unterschieden zwischen einem elastischen und einem unelastischen Stoß. Beim elastischen Stoß, wie gerade eben beim Kugelpendel gesehen, bleibt die kinetische Energie erhalten. Ist die Gesamtenergie nicht dieselbe wie vor dem Zusammenstoß, so spricht man von einem unelastischen Stoß. Ein Extremfall ist der vollständig unelastische Stoß, in dem die gesamte kinetische Energie in thermische Energie, sprich Wärme oder innere Energie des Systems, umgewandelt wird. Die beiden Körper haben nach dem Stoß eine gemeinsame Geschwindigkeit, weil sie meist aneinander heften. Auf der A5 beispielsweise passieren viele Auffahrunfälle. Ein Auffahrunfall ist praktisch nichts anderes als ein unelastischer Stoß. Dann wären wir auch schon beim eigentlichen Thema, dem Kraftstoß. Die Formel dafür sieht etwas kompliziert aus, macht euch aber keine Sorgen, das kriegen wir schon hin. Um den Kraftstoß näher zu erklären, schauen wir uns mal dieses Bild hier an. Hier sind zwei Personen zu sehen, die vom Skilift gezogen werden. Die Erfahrung hattet ihr, glaube ich, alle schon mal, dass es ab und zu einmal ein bisschen ruckelt, wenn man die Piste wieder hoch will. Und genau das, meine Lieben, das ist der Kraftstoß. Wir nehmen das Integral der Kraft über die Zeit. Dafür schauen wir uns einen bestimmten Zeitabschnitt an. Dieser erstreckt sich von T1 bis T2. Diese Formel behalten wir kurz im Hinterkopf. Hier sehen wir das Ganze noch einmal grafisch veranschaulicht. Hier oben haben wir ein Objekt der Masse M. Sagen wir mal, ein Kind wird auf einem Schlitten gezogen. Das Erste, was passiert, ist, dass der Schlitten mit der konstanten Kraft F aus der Ruhe bei geringstmöglicher Reibung beschleunigt wird. Wir schauen uns dabei den Zeitabschnitt Delta T an. Dieser setzt sich zusammen aus T2 minus T1. Im ersten Fall sei die angenommene Kraft halb so groß wie in einem angenommenen zweiten Fall. Die Zeiten der Kraftwirkung sollen sich aber gerade umgekehrt zueinander verhalten. Wie ihr euch sicherlich gemerkt habt, ist der Kraftstoß definiert als das Zeitintegral der Kraft. Grafisch stellt dies die Fläche unterhalb der Kraftzeitkurve dar. Was aber auffällt, die Fläche der beiden Kraftkurven ist gleich. Im ersten Fall wird am Anfang etwas weniger Kraft aufgebracht, aber über einen längeren Zeitraum. Der Zeitraum im zweiten Fall ist dafür halb so lang, aber die eingesetzte Kraft dafür doppelt so groß. Der Kraftstoß betrachtet über das Zeitintervall T1 bis T2 ist somit in beiden Fällen derselbe. Würden wir nur die erste Hälfte des Zeitintervalls betrachten, so würde der zweite Kraftstoß doppelt so groß sein wie der erste. Was ist jetzt also der Kraftstoß? Der Kraftstoß, der entspricht der Änderung des Impulses innerhalb eines Zeitintervalls. Sprich, ein Kraftstoß ist die Ursache aller Bewegungen. Auch wenn ein Objekt sich gerade in Bewegung befindet, kann der Kraftstoß aufgewendet werden, um die Geschwindigkeit des bewegten Objekts zu erhöhen bzw. zu verringern. Ich hoffe, euch ist jetzt einigermaßen klar geworden, was sich hinter dem Begriff Kraftstoff, Kraftstoß verbirgt. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.